Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge von Final Fantasy X. Jawohl, ich wollte gerade offscreen noch schnell zu dem Plateau laufen, bei dem, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und schwupps, spawnen hier neue Gegner. Würde ich gar nicht mal so lang fackeln, sondern einfach drauf, Alter. Flug des Pharao. Ja, wahrscheinlich, Alter. Okay, Orin, du knallst halt Wuff. Nochmal. Allheilmittel. Ah ja. Sehr gut. Okay, aber das schaut nicht gut aus. Jetzt gibt es erstmal hier nochmal voll ein vors Brett. Ich weiß auch schon, wie wir das Problem jetzt lösen, weil wir brauchen da jetzt nicht rummachen. Ja. Ne? Wir haben da letztes Mal das dicke Viech besiegt. Das muss jetzt hier. Ne. Da kommen wir nämlich mit der freshen Yuna ums Eck, Alter. Und dann holen wir unser Magnus Trio. Ja? Unsere drei Blumen gestalten. Ich habe mir auch überlegt, diese Auftrittseffekte, also sprich hier das, was wir jetzt gerade sehen, das kann man auf kurz stellen. Ich meine, manchmal vielleicht förderlich, aber es ist einfach geil animiert, ja. Und ich möchte es einfach mitnehmen, weil es schaut einfach geil aus. Es ist was fürs Auge. Ich meine, man kann das irgendwann mal, ich kann es ja auch rausschneiden oder so, wenn es irgendwann mal zu viel wird, aber so an sich ist das hübsch gemacht. Ich finde das geil. So, da haben wir unsere drei. Und wir haben gelernt, aus der Vergangenheit, dass die am besten kämpfen, wenn man einfach sagt, mach freie Hand. Weil dann haben die das Dread unter sich, weil du kannst ja auch nicht so direkt steuern, was da los ist. Ja? Okay, was ist das jetzt? Naja, ist uns egal. Wahrscheinlich war das hier Stein oder so, keine Ahnung. Und weil du kannst auch nicht direkt steuern, was sie tun. Ja, natürlich, du kannst jetzt hier vereint euch sagen für... Na komm, das machen wir. Für die Dreiecksbeziehung, das kannst du steuern, aber welchen Angriff die genau machen, kannst du nicht steuern. Ich habe auch schon auf bitte angreifen gedrückt und dann kam ein Schutzengel oder sowas. Also es ist nicht unbedingt, die hören nicht unbedingt auf einen. Deswegen lieber freie Hand, außer man hat hier, ja hier die Ekstase. Ja. Das kann man steuern. Aber jetzt... Nee, ich glaube, die machen das wirklich am besten, wenn man die einfach frei machen lässt. Was ich aber sagen muss, dass der Ekstase-Move von denen tatsächlich gar nicht so übertrieben viel Schaden macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber so gefühlt jeder Ekstase-Move macht einfach so unendlich viel Schaden. Außer so gefühlt von den dreien. Aber wir gucken also mal. Vielleicht haben wir auch immer gerade Gegner erwischt, die wo... Ah, gut, das ist doch nicht... Oh! Vielleicht haben wir bisher immer nur die Dinger erwischt, die wo halt nicht anfällig drauf waren. Ah, das ist schon mega dick. Also ich nehme alles zurück und es ist einfach süß. Er landet auf seinem Kopf, Alter. Geil. Ja, also, ich nehme alles zurück, ja. Also brutal. Oh, hier wieder ganz, ganz schöne AP. Geil. Ah, Moment, den Siegelstab, den möchte ich mir kurz angucken, weil ich brauche noch für Yuna. Nach dem Glimmerstab brauche ich da noch was. Steinattacke, ja, wieder Steine, aber haben wir ja eigentlich schon. So, wir switchen die Gruppe wieder auf normal, oder? Aber hat er Schaden bekommen, irgendjemand? Nö, passt, alles gut. So, und genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Ich wollte den Glimmerstab in der letzten Runde ablegen. Meisterstab, Tempostab, Zeitwandel, ja, komm, scheiß drauf, nehmen wir den mal. Um zu checken, was hier für Monster sind, ja. Wir haben da auch diese Giftwolke gesehen. Jetzt warten wir einfach mal auf den Encounter, was da so kommt. Aber ich denke mal, ja, wir sind jetzt hier. Der kommt so oder so, egal ob ich null Monsterstab anhab oder nicht. Der kommt so oder so. Bei denen, die halten extrem viel aus und die zwingen uns immer ein bisschen auszuwechseln. Ja, mit dem Todesurteil. Ja, der Walker, der hat jetzt da noch 5 Züge. Ja, und jetzt geht es entweder Orin oder dem guten Tidus an den Kragen. Ja, und Tidus natürlich. Wem denn auch sonst?
So. Jo, 4 Züge. Also draufklatschen, zack. Bumm, draufklatschen, so. Marker, du klatsch auch mal rein. Zack. Und jetzt ist so der Moment gekommen, wo wir auch mal die Rico reinholen, weil ich sehe da eine kleine Kiste, Alter. Und die nehmen wir uns vor, Alter. Turbo-Ether geklaut, perfekt. Korrekt. Turbo-Ether ist was geil. Jetzt mach keinen Scheiß, Alter. Nee. Och, nee. Och. Och, Mann, du Arschloch. Warum? Oh, Mann. Hör doch auf, Alter. So, also dann holen wir da die Lulu rein. Weil die eben die ganzen Feuer und so einen Scheißdreck haben wir alles schon gelernt. Die verleibt sich das einfach ein. Ja, und heilt sich dadurch. Also da haben wir in dieser Zusammenfassung, möchte ich es jetzt mal nennen, haben wir echt ein paar richtig knackige Items gefunden. Also ist richtig geil. So, jetzt müssen wir ihn hier wieder hochziehen. Wo bist du denn? Ach, Engel. Engel war das, jawohl. Dann komm mal wieder ran, Walker. Das kann ja nicht sein. Noch nicht Pause. Wir haben gerade erst die Folge angefangen. Kannst du doch noch nicht hinlegen. Ich nehme zurück. Blitz ist das Einzige, was jetzt hier... Und dann machen wir natürlich zweimal Blitz. Ich krieg doch zu viel. Mann. So, wir lassen die Ultra-Heilung auf den Wacker raus, weil da können wir locker gegen die zwei Blitzangriffe halt gegenheilen. Locker. Ja, bumm. Ganz easy. Der kriegt jetzt noch ein... Jawohl. Sehr gut. Der Kimari war noch nicht am Start. Und der könnte eigentlich einen Ekstase-Move machen. Was machen wir denn? Ah komm, scheiße, war mit dem Wirbelkick, mir gefällt der voll. So, die Grätsche, Alter, und dann voll in den Ratzen, Alter, voll in den Bauch, Alter. Bah. Ach, hör doch auf jetzt! Nein. Mann! Oh, ei, ist das ekelig, Alter. Vor allem, es ist ja nicht so, als würde er uns wirklich damit in Gefahr bringen, sondern es ist einfach nur nervig. Na, oh! Jetzt bringe ich mich dadurch natürlich selber in Gefahr, ich Trottel. Warum setze ich jetzt mit ihr kein... Oh, ich bin so... Hey, ich bin noch nicht irgendwie... Ich bin noch nicht richtig drin. Ja? So, jetzt. Wir müssen mit dem Kimari nochmal angreifen, dass er auch die EP abstaubt. Ja? Eis, und jetzt guck mal den... Hä, warum snackt die sich das nicht? Hä? Das macht jetzt echt gar keinen Sinn. Ja, dann greifen wir einfach nochmal an. Ja, 11 ist egal. Mit ihr hier... Kippen wir den... Ja, ja... Kimari, wo bist du da? Den kippen mal ein bisschen fresh, Alter. Ja, perfekt. Und jetzt Kimari. Bam! Druff da. Oh, 937 Sack. Ja, gut, Todesurteil, das macht nichts. Druff hier schissen. Das halt, die Dinger sind halt echt zäh. Ja, also. Wer hier knallharte Action erwartet, Alter, der wird hier gnadenlos im Stich gelassen. So, wir machen direkt nochmal den Raubangriff. Todesschatten mitnehmen. Todesschatten mitnehmen ist immer gut. Dann kommt hier nochmal der Titus ran. Miss me? Ja, klar, miss me, Alter. Bumm! Scheiße, hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber mit der Lulu haben wir jetzt hier komplett drauf. Also was? Hast genug, mach Flair. Puff, Alter. Und bumm. Das reicht nicht. Das ist nicht gut. Ich sehe halt schon wieder die Attacke tot. Ich sehe es einfach schon wieder. Es reicht einfach nicht. Was soll das denn jetzt, Mann? Wacker, drauf da jetzt. Es reicht nicht. Boah, ey, die Dinger, die sind zäh. Ach, ist das ekelig. Ja, aber jetzt, ich wechsle jetzt auch nicht mehr raus. So viel kann der nicht mehr haben, der Arsch. Ja, mach halt, ist mir egal. Drauf jetzt. Mann, es reicht einfach nicht. Drauf! Es reicht nicht! Was, ey, Mann! Was ist das denn? Boah, Mann! Ey, diese Viecher! Farewell. Mann! Oh, boah, sind die zäh! Ah! Das zieht sich done. Wie alles Kaugummi zieht sich dazu. Und dann gibt's gerade mal schlappe 6000 AP. Was ist das denn? Oh, blut! Ja, da müssen wir wieder. Oh, ist das eklig.
So, ich will jetzt einfach nur mal... Ja, aber... Ah, Mann! Ja, weißt du was? Ich scheiß auf die Viecher hier. Das tut mir echt leid. Aber wir kriegen hier eh so viel zu tun mit den ganzen Plateaus hier. Ja, ist ja gut. Wir wissen, dass du das möchtest. Interessant, können wir flüchten? Wir können flüchten. Ihn haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Ja, tschüss. Tschüss. Ha! Oder kommt jetzt wieder? Ne, der kommt nicht wieder. Ja, alles klar. Nee, dann machen wir das so. Dann laufen wir hier durch, weil... Nee, das ist so nix. Mir gefällt das nicht. Wenn wir jetzt hier vielleicht ein neues Monster sehen, dann gehen wir da drauf. Er. Das sind beide. Ja, ich meine... Kampfunfähigkeit einmal verhindert. Ah, das ist das, was die, was das Trio immer macht. Geil. So, mit Haska. Jetzt ist echt... Jetzt ist hier eine Grenze erreicht, Alter. Und damit, Moment, Panzerbrecher auf ihn hier. Das klappt. So. Und jetzt ist einfach gut, Alter. Jetzt ist einfach gut. Drauf auch. Und wegmachen. Wegmachen. Scheiße, nicht gereicht. Der ist blind. Der macht gar nichts mehr. Uts. Uts. Oh, geil. Das war lecker. So, guck mal, 1300 ohne Panzerbrecher. Ah, der hat einfach kein Attack Speed, der Junge. Der hat einfach gar nichts. Panzerbrecher, ruf da. Uts. Und jetzt schau mal, Schaden, Alter. Uts. Oh, Tidus mit seinem ersten viermal den neuen Hit, Alter. Boom, Alter, geil. Und weg das Ding. Komm jetzt, wegmachen. Geil, Alter. Sind die Jungs motiviert? Piece of cake. So sieht's aus. Oh, sind die motiviert. 30k. Oh, das schmeckt wieder richtig gut. Und Level 2 aus Pyro Pass. 3 Stück. Oh, das schmeckt gut. Das ist Schock, Alter. Ich weiß, ich spreche es nicht richtig aus, aber das ist ja eigentlich der Witz daran. Was kommt hier jetzt? Oh nein, nicht schon wieder. Kein Hinterhalt. Ich bitte euch. Nee. Euch hatten wir doch am Anfang der Folge. Hör jetzt auf mit der Scheiße. Ich hab... Nee, sag mir nicht, man muss da jetzt... Ich glaube, ich verstehe das gerade. Jedes Mal, wenn man an diesem Plateau vorbeikommt. Jedes Mal, so schätze ich das jetzt. Aber ich glaube, wir laufen schon in die richtige Richtung. Und wir kommen immer tiefer. Oh, ihr schon nicht. Mann, was ist das denn? Nee, sehe ich überhaupt nicht. Ah, hier. Tschüss. Tschüss. Ah, ich würde mir schon andere Monster noch wünschen. Aber ich glaube, nee, wir laufen hier echt richtig. Ah ja, oh, aber er ist gefährlich. Er ist richtig gefährlich. Er ist verdammt gefährlich. Wir probieren, Leute, wir probieren unsere in Anführungsstrichen neue Taktik jetzt nochmal aus. Nochmal die dicke Hassattacke. Wacker drauf. Orin kommt nochmal dran. Putz. Ah, bräuchte man einen Panzerbrecher bei ihm, das weiß ich nicht. So, aber jetzt machen wir den Schutzwall. Wen wird er angreifen? Ach, er slowt Orin wieder down. Ah, ist das eklig. Moment, nein, das war nicht hier. Ich versuch's einfach mal ganz frech. This should be quick. Ganz frech, ihn wieder auf Hass zu setzen. Ich hoffe, das hat was gebracht. Oh. Oh. Ja. Oder so. Ja, nice. 39.000. Ah, ist das gut. Jetzt können wir aufdecken hier vorne. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber ich glaube, wir sind halt hier richtig. Ja, wir sind hier richtig. Ich möchte aber erst noch die andere Seite abchecken. Also ich mache ganz schnell einen Cut und dann sehen wir uns wieder ganz oben. Bis gleich. Jawohl, wir sind wieder ganz oben auf dem Plateau. Wir sehen schon auf den... Hier geht es da auch nach links weiter. Und da endet das eigentlich ziemlich schnell. Was haben wir hier für... Nee. Oh, nee. Nee, auf die habe ich keinen Bock. Nee. Da ist mal auf die Kiste scheißegal. Sei ja ehrlich, tut mir leid. Nee. Die sind so zäh. Die würden wir gar nicht mal die Folge fertig kriegen. Nee. Das muss nicht sein. Aber wir haben hier hinten eine Chest. Und jetzt wird wahrscheinlich was richtig Dickes hier auf uns warten. Ich glaube es nicht. Nee. Ja, Leute, sorry, aber die Dinger, die sind ja so lästig. Ah, die sind ja so widerlich lästig.
Boah, gefällt mir das gar nicht. So, Kiste. Hallo, machen wir auf das Ding jetzt. Freundsferoid. Ja gut, den nehmen wir mit. Da sehen wir nochmal den Qualm. Ja gut, dann kann ich hier tatsächlich nochmal einen Cut setzen. Und dann sehen wir uns wieder unten vom Qualm. Bis gleich. Jawohl, da sind wir wieder hier vor dem lila Qualm. Und Leute, wir sind fixiert, wir sind fokussiert. Wir gehen direkt ran hier. It seems we rate his personal attention now. Oha. Oh. Alles klar. Und ich, so wie ich das einschätze, wird der heftig. Okay. Yo, der leuchtet auch dezent anders. So. Wir. Ich bin jetzt, ich sag's euch ehrlich, ich bin jetzt frech. Und ich versuche jetzt einfach die gleiche Taktik nochmal. Ich bin richtig frech. Ich will das aber versuchen. Und jetzt gucken wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Panzerbrecher hier viel... Dass der Panzerbrecher hier viel bringt. Aber ich muss es versuchen. Nee, ist immun. Okay. Hätte ich lieber den Schutzwall drücken sollen, aber gut. Ah ja. Okay, die kannten wir schon von seinem Schatten, aber ich denke mal, die wird halt... Dezent... Mann, du! Alte Scheiße! Oh, das war bitter. Oh. Oh Mann, du. Wo ist der Rocker? So. Dann heilen wir den. Und jetzt setzen wir direkt mit dem Auge in den Schutzwall. Weil es einfach unser Tank ist. Hör doch auf mit der Konfus-Scheiße. Oh nein. Ey, oh nein. Und dann kriegt der Titus den Konter. Du heiliger Strohsack. Oh Mann. Gott. Ja, aber wir... Ich weiß nicht, das zählt nicht nochmal. Und der Schutzwall Lichtregen. Trifft das alle? Oh, das trifft alle. Oh ja, wow. Hey, chill dein Life, Digga. Alter, was ist das denn? Okay, der ist zu heftig für uns. Das müssen wir jetzt einsehen. Yuna. Ja, Yuna zu Diensten, korrekt. Würde ich aber sagen, dann lassen wir hier direkt die zwei Tops gegen die zwei, also die zwei Besten hier gegeneinander kämpfen. Komm und zeig dich, Anima, du überkrasses Vieh. Yo. Geil. Alter, das ist schon heftig. Boah, ist das heftig. Aber, Leute, ich lasse da gar nichts anbrennen, bevor hier der Schatten hier uns, nicht der Schatten, bevor uns hier das Omega-Ding, bevor der uns hier wirklich one-hittet mit Anima, oder gegen Anima, setzen wir direkt Chaos D, wir setzen direkt alles auf eine Karte. Alter, das ist immer noch so heftig. So gut gemacht. Jetzt raste das Ding total aus in der anderen Dimension. Boah, ist das heftig. Das ist so ultimativ heftig. Aber mich würde es nicht wundern, wenn er das überlebt. Das überlebt er. Und das überlebt er gut. Ach du Scheiße. Wir dürfen wahrscheinlich gar nicht mehr angreifen. Nee. Boah. Oh mein Gott.